Servus und grüßt euch hier und heute auf dem YouTube-Kanal Der absolute Hammer. Ich bin der Chris und heute gibt's wieder mal ein Video, das in die Richtung Tipps und Tricks geht. Sowas hatten wir ja jetzt schon länger nicht mehr. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Two Trees SP5. Diesen Drucker hatte ich euch vor circa einem halben Jahr vorgestellt, aber auf dem Markt ist dieses Gerät schon viel, viel länger. Jetzt hat Two Trees dieses Gerät nochmal überarbeitet und eine Version 3 davon auf den Markt gebracht. Ich hatte die Version 2 und in der Version 3 wurde jetzt die Druckgeschwindigkeit deutlich hochgeschraubt, auf bis zu 300 mm in der Sekunde. Ja, das ist kein Weltrekord, aber doch ein sehr guter Wert, wie ich finde. Und was am besten ist, sie haben ein Upgrade-Kit für die alte Version auf den Markt gebracht und das bauen wir heute ein. Gleich nach dem Intro geht's los. Viel Spaß beim Zuschauen! Das Upgrade-Kit habe ich von Two Trees direkt zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Schauen wir uns doch erstmal die Schachtel mit dem High-Speed-Printing-Kit an. Klar, kein ganzer 3D-Drucker, somit ist die Box deutlich kleiner. In etwa 25 x 25 x 8 cm groß. Und jetzt schauen wir mal rein. Zuerst haben wir eine kleine, farbige, bebilderte Anleitung, die eigentlich recht ausführlich gemacht ist. Schaut auf den ersten Blick eigentlich recht gut aus. Dann haben wir ein kurzes Verlängerungskabel, die beiden Flachbandkabel für das neue Display und die neuen Riemen. Ein Tüterl mit den ganzen Schrauben und anderen Kleinteilen. Nochmals ein Verlängerungskabel und ein Tüterl mit dem Werkzeug, das benötigt wird. Dann kommt auch schon der Druckkopf mit seinem komplett neuen Kabelbaum. Ja, es ist jetzt ein Direct Extruder. Kabelbinder sind auch dabei und der Extrudermotor selber. Ein Lüfter und die neue Halteplatte des Druckkopfs. Ein Metallteil, das ich erst noch nicht zuordnen konnte. Die Druckkopfabdeckung und das Herzstück, das neue Mainboard. Ein Robin Nano V3.1 und zu guter Letzt das neue Display. Das ist jetzt erst einmal der ganze Inhalt, der benötigt wird, um ein Upgrade des Two Trees SP5 V2 auf den V3 durchzuführen. Jetzt lege ich euch noch alles übersichtlich für euch da, was im Karton war. Dann fangen wir auch schon mit dem Umbau an. Mit einem Wisch ist alles weg. Oder wie sagte man früher in der Werbung? Wir brauchen Platz. Platz für den SP5, denn wer ihn hat, der weiß, klein ist er nicht. Als erstes Mal muss der alte Druckkopf abgeschraubt werden. Er ist mit 4 Schrauben an der Linearschiene befestigt. Natürlich müssen auch die Riemen entfernt werden. Ja, und es macht Sinn, den Druckkopf selbst erst vom U-Träger zu lösen. Denn so bringt er das Ganze nämlich nicht über die Schiene. Ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Ich hatte es erst gehofft, aber wie gesagt, keine Chance. Ihr müsst natürlich sämtliche Kabelbinder auch lösen, die irgendwie dran sind und könnt auch den PTFE-Schlauch schon rausnehmen. Ob ihr das früher oder später macht, ist egal, aber irgendwann muss es sein. Irgendwann haben wir es dann auch geschafft und der Druckkopf hat sich gelöst und wir können ihn zur Seite legen. Die komplette Verkabelung, die von unten nach oben führt, wird auch entfernt. Die meisten werden sie an einem vertikalen Profil mit Kabelbindern befestigt haben. Die ganzen Kabelbinder kann man lösen und das Kabel inklusive Druckkopf auf die Seite legen. Im nächsten Schritt möchte ich zuerst einmal die Laufrollen der Riemen entfernen. Das sind 8 Stück, die wir zu demontieren haben, denn an diese Position kommen 8 neue. Es ist hier ein kleiner Schlüssel dabei, mit dem man die demontieren kann. Und passt bitte auf, es sind Unterlegscheiben verbaut, die braucht ihr dann auch wieder, da sind keine neuen dabei und mir ist eine zu Boden gefallen. Ich musste hier ein paar Minuten suchen, bis ich sie wieder gefunden hatte. Die Rollen zu demontieren, das dauert ein paar Minuten und bis ich damit durch bin, schneide ich das Video etwas und lasse es etwas schneller laufen, sonst wird es euch zu langweilig. Dann geht's weiter. Druckkopf samt Kabelbaum muss weg. Bitte vergesst nicht, das Kabel am Extruder abzustecken, nicht dass ihr was abreißt. Ihr braucht es zwar nicht mehr, aber wer trotzdem schaut drum.
Am Boden, besser gesagt am Deckel vom Boden, ist eine kleine Klappe, und zwar genau da, wo der Kabelbaum im Gehäuse verschwindet. Diese ist mit 4 Schrauben befestigt bzw. geschlossen. Diese müssen wir entfernen und dann können wir da hier den alten Kabelbaum abstecken. Die 4 Schrauben aufzuschrauben könnt ihr mit dem Schraubenzieher machen, der dabei war. Nehmt einen größeren, dann geht es wahrscheinlich schneller. Sobald die Klappe weg ist, werdet ihr sehen, dass der Kabelbaum hier gesteckt ist. Natürlich müssen wir die ganzen Kabelbinder wegmachen. Ja. Und bis auf ein Kabel, welches mit einer Lüsterklemme geschraubt ist, könnt ihr alle abstecken. Vorsichtig bitte, wir wollen ja nichts beschädigen. Es sind oft so Sicherungshaken dran, diese müssen wir einfach vorsichtig wegbiegen oder wie auch immer. Auf jeden Fall die Lüsterklemme natürlich mit einem Schraubenzieher aufmachen, ansonsten alles, was geht, abstecken. Und dieser Schritt ist schon mal erledigt. Jetzt geht es daran an die OP am offenen Herzen. Sprich, der Drucker wird auf die Seite gelegt und die Bodenplatte muss weg. Die Bodenplatte ist mit insgesamt 8 Schrauben, 4 jeweils mittig und 4 an den Seiten, also die Standfüße, verschraubt. Sobald die weg sind oder die entfernt, rausgeschraubt, wie man immer es nennen mag, sind, kann die Bodenplatte auf die Seite gelegt werden und wir können die Teile wie Mainboard und Display tauschen. Als erstes schraube ich das alte Display raus. Es sind 4 Schrauben, 3 aus Metall und 1 aus Plastik. Ja, auch die aus Plastik kann man einfach rausschrauben. Sie muss nicht abgerissen werden, wie ich das gemacht habe. Hier seht ihr schon mal das alte und das neue Display im Vergleich. Sie sind sich eigentlich optisch auf den ersten Eindruck sehr ähnlich. Natürlich haben sie einen anderen Konnektor. Und wenn wir schon dabei sind, dann montieren wir gleich das neue Display. Die Kunststoffschraube ist wohl für ESD-Zwecke und muss jetzt an einer anderen Stelle eingeschraubt werden. Da ist allerdings eine neue dabei. Ich hatte also Glück und konnte die neue dann verbauen. So, dann geht's ans Mainboard. Die Metallplatte, auf der das Mainboard aufgeschraubt ist, ist mit 4 Schrauben am Deckel befestigt. Diese 4 Schrauben lösen wir und schon kann man das Board herausheben. Jetzt stecken wir alles ab, beziehungsweise wer möchte, kann es abstecken und auf die Seite legen. Ich stecke es 1:1 auf das neue Board um. Wenigstens so weit wie möglich, denn das Display zum Beispiel hat einen anderen Stecker. Da braucht man dann natürlich andere Kabel auch. Dann schraube ich das alte Board von der Metallplatte und das neue auf die Platte drauf. Jetzt kann man die Platte wieder am Deckel vom Boden, wenn man das so sagen kann, an der Gehäuseoberseite befestigen. Und wenn ihr schlau seid, achtet gleich drauf, ob das Board richtig sitzt, denn ich habe es geschafft, die Metallplatte um 180 Grad zu drehen. Somit waren SD-Kartenreader und USB-Anschluss zu weit drin. Dementsprechend musste ich es nochmal runternehmen und drehen. Aber wie gesagt, passt da einfach auf, es könnt ihr hinhalten und dann muss natürlich die SD-Karte bzw. der Slot direkt am äußeren Blech sein. We'll be right back.
Ach ja, und könnt ihr euch noch erinnern? Beim Unboxing habe ich gesagt, das Stück Metall kann ich noch nicht zuordnen. Das ist für den Mainboard-Lüfter gedacht. Und zwar ist ein zweiter beigelegt und der originale, und dann können die beiden gemeinsam montiert werden. Und das Mainboard wird dann mit zwei Lüftern gekühlt. Somit wird es natürlich viel besser auch gekühlt. Das Display stecke ich jetzt noch schnell an und dann kann man auch schon den Gehäuseboden wieder zuschrauben. Natürlich mit den 8 Schrauben, die wir vorher entfernt hatten, um ihn zu öffnen. So, dann haben wir den Drucker jetzt wieder in die normale Position gebracht und können mit der Montage von neuen Teilen fortfahren. Zuerst einmal den Träger für den Druckkopf selbst. Mit 4 Schrauben wird dieser auf die Linearschiene geschraubt. Und dann von unten an diesem der Druckkopf befestigt, mit je 2 Schrauben von vorne und von hinten. Alles kein Hexenwerk. Auch die 8 neuen Laufrollen werden ganz einfach befestigt. Auf die Schraube bzw. die Metallstange schieben, auf der die alten waren, und mit der Mutter fixieren. Es sind alle 8 die gleichen, hier kann man auch nichts verwechseln. Es dauert ein paar Minuten, aber gar keine Herausforderung, nichts dabei. Man sollte es aber trotzdem gewissenhaft machen und sie festziehen, nicht dass sie während dem Druck sich lösen. Sollte es für jemanden jetzt doch zu schwierig sein, die Dinge nach oben zu schrauben, kann er den Drucker ja nochmal umlegen, bei mir ging es allerdings ohne. Haben wir dann alle Laufrollen befestigt, können wir im nächsten Schritt die neuen Riemen montieren. Die beiden Riemen haben bereits eine Klammer an der einen Seite. Dort werden sie dann am Druckkopf eingehängt und über den Rahmen geführt. Zurück zum Druckkopf. Einer oben, der andere 2-3 cm weiter unten. Sobald man dann den Riemen verlegt hat, wird er wieder am Druckkopf eingefädelt und dort dann mit einem Kabelbinder fixiert. Spannt die Riemen bitte so gut wie möglich, denn sonst gibt es keine sauberen Drucke. Das Verlegen der Riemen war für mich mitunter das aufwendigste des ganzen Umbaus. So, wenn die Riemen dann endlich verbaut und gespannt sind, dann bekommt der Druckkopf auch sein Gehäuse. Ein Vorderteil und ein Rückteil werden festgeschraubt. Wenn das erledigt ist, kann auch schon der Extrudermotor aufgesetzt und verschraubt werden. Dann geht's auch schon an die Verkabelung. Jeder Stecker braucht eine Buchse. Auch der Extrudermotor und der Filamentsensor müssen angeschlossen werden. Nicht vergessen. Der neue Kabelbaum wird dann wie der alte am Rahmen befestigt und nach unten zur Basis geführt. Den alten Extruder, den können wir wegschrauben, den brauchen wir nicht mehr. So langsam nähern wir uns dem Ende. Die Verkabelung. Ja, und jetzt kommt auch der Punkt, der in der Anleitung nicht besonders gut beschrieben ist. Und mir ist bewusst, für was die Verlängerungskabel sind, die ich am Anfang im Kit entdeckt habe. Nämlich für Extruder und Filamentsensor. Da diese bisher am Rand montiert waren, sind sie nicht im Kabelbaum enthalten, sondern wurden separat geführt und somit auch nicht steckbar, beziehungsweise erst am Mainboard gesteckt.
Zum Glück gibt es über dem Mainboard auch eine Klappe zum Aufschrauben. So kann man die alten Kabel für Extrudensensor abstecken und rausziehen und die beiden neuen Verlängerungskabel einziehen. Das ist echt etwas fieselig. Es ist nicht einfach. Man könnte auch den Boden wieder abschrauben, aber ich habe es so probiert und mit etwas Mühe habe ich es dann auch geschafft, die beiden Kabel durchzufieseln. So, dann haben auch alle Kabel ihr passendes Gegenstück und man kann den ganzen Kabelreste wieder in die Basis schieben. Wer möchte, kann das natürlich deutlich sauberer verlegen, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich sag mal so, Klappe zu, Affe tot, ich sehe es nicht mehr, das reicht mir eigentlich. Und der Kabelbaum wird jetzt nochmal fixiert, schön am Rahmen entlang. Die Klappe vom Mainboard machen wir auch wieder zu. Kabel sind alle angesteckt, den Drucker kann man jetzt einschalten und es folgt die große Enttäuschung. Auf dem Display wilde Zeichen, Missing Data und weiß ich alles. Erster Gedanke, was habe ich falsch gemacht? Irgendwas falsch verkabelt. Aber nein, dem ist nicht so. Es passt alles, es ist wirklich alles richtig angeschlossen. Okay, gut, was zu tun? Natürlich den Tutris-Support angeschrieben und tatsächlich innerhalb von 2 Stunden nach meiner Frage eine Antwort bekommen mit dem Link zum Download der Firmware und der Info, ich möge die Firmware neu installieren. Gesagt, getan, recht leicht, Daten auf die SD-Karte gezogen, Update gemacht und tada, alles funktioniert. Warum auch immer, bei mir war ein Bug auf der Firmware, die im Mainboard ausgeliefert wurde. Aber der Support hat schnell und einfach für Abhilfe gesorgt. Großes Lob hier, würde ich mir woanders auch so wünschen. Nun gut, den Drucker leveln wie jeden anderen Drucker und schon kann es losgehen mit dem Drucken. Ja, das Kit hat keinen BL-Touch-Sensor, diesen könnte man aber dazu bestellen, also den, ich glaube es ist ein 3D-Touch, den Tutris hier anbietet. Wenn ihr euch so ein Kit kauft, dann würde ich euch raten, kauft euch den ABL-Sensor dazu, ich glaube der kostet keine 20 Euro nicht, aber im Kit selbst ist der nicht enthalten. Hier ist noch klassisches Leveln angesagt. Ja, der große Unterschied, der Drucker ist schneller, aber das war's dann eigentlich auch schon. Bei mir hat der SP5 vorher schon perfekte Drucke abgeliefert und ich konnte mich vorher nicht beschweren. Ich hätte den Drucker eigentlich nicht umgebaut, wenn ich das Kit nicht bekommen hätte. Man muss sich jetzt überlegen, wie wichtig ist einem, dass der Drucker schneller druckt und dadurch Zeit gewinnt oder auch nicht. Es ist in meinen Augen kein Must-Have, es ist aber wirklich ein Nice-to-Have. Man kann sich dadurch natürlich deutlich Zeit sparen, denn man spart auch Strom, wenn der Druck nicht mehr 8, sondern nur noch 5 Stunden dauert. Ja, so, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was sagt ihr zu dem Thema? Ein Upgrade eines Gerätes oder gleich was Neues kaufen? Würde mich eure Meinung echt interessieren. Lasst sie gerne in den Kommentaren. Und jetzt wäre es toll, wenn ihr noch einen Daumen hoch und ein Abo dalassen würdet. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und macht mir eine Riesenfreude. Vielen Dank, dass ihr das Video bisher geschaut habt. Aber das war's jetzt für heute. In diesem Sinne, Servus, habe die Ehre, macht's es gut und bis zum nächsten Video.